Habt ihr ein Haustier? Nein, habe ich keins. Wieso nicht? Ja, weil es ist umständlich. Wenn man nachher in die Ferien geht oder wenn man nicht da länger Zeit nicht da ist, so, muss man wieder schauen, für sich Wohnen zu bringen. Und das ist gescheiter, man hat keine. Ach, Katze. Warum geht ein Katze? Ja, wir haben immer eine Katze gehabt und das ist einfach ein liebes Tier. Haben Sie Haustiere? Nein, leider keins. Sie haben gesagt, leider, das heißt, Sie hätten gerne welche. Ja, wenn, dann würde ich mir einen Hund zulegen, aber leider durch meine Arbeit, Servicekraft, habe ich leider keine Zeit dafür. Hatten Sie denn in Ihrer Jugend, wenn Sie aufgewachsen sind, Haustiere? Ja, insgesamt bis jetzt 3 Katzen. Habt ihr Haustiere? Nein, wir haben keine. Und was sind die Gründe, dass ihr keine Haustiere habt? Ich kenne sie. Erstens mal, also ich sehe es jetzt bei der Tochter, die hat Katzen. Und schon allein, wenn man Katzen hat, ist man so gebunden, oder? Und zweitens, in Schaffhausen haben wir so viele Nachbarn, die jedes Jahr einen Wurf, 2 junge Katzen wieder haben. Und das wird einfach viel zu viel, oder? Das ist fast nicht mehr erträglich, einfach auch wegen der. Ja, weil sie auch in Gärten reinmachen. Und man gehört allenthalben. Und der Kanton Schaffhausen ist der, der am meisten Katzen hat. Und einen Hund haben wir nicht, da haben wir uns überlegt. Aber mit einem Hund, den haben wir gehabt, als ich Kind war. Da müsst ihr jeden Morgen oder am Morgen früh einfach schon laufen. Und ihr seid gebunden. Und dann mit hin und her und 2 Wohnsitz und so, ist das einfach nicht so gut. Aus diesem Grund, ja. Man sieht, ihr habt einen Hund als Haustier. Was bedeuten denn Haustiere? Also, da ich alleine wohne, bedeutet mir das Haustier sehr, sehr viel. Das ist für mich wie ein Partner, wie ein Familienmitglied. Das ist mein Hobby, der bedeutet mir eigentlich alles. Warum mögen Sie Haustiere? Was bringen die Haustiere den Menschen? Es ist einfach, wenn jetzt zum Beispiel ich keine Freundin und so, dann komme ich heim. Und dann ist einfach jemand da. Egal, ob das Katze oder Hund oder. Es ist noch ganz egal. Zum Beispiel. Ja, wir haben mehrmals ein Jahr keine mehr gehabt, aber ist das einfach, jeden Tag hat uns das gefällt, die Katze. Weil man so quasi, schon vorher daheim hat man immer Katze gehabt, mit meinen Eltern, Großeltern und so. Und da ist man einfach so aufgewachsen. Und da hat man einfach sich daran gehangen an die Tiere. Was schätzen Sie am Hund mehr? Der Hund ist einfach jemand, der was auf den Menschen zugeht. Er freut sich, wenn er da ist. Die Katze, die ist da eher anders, oder? Die ist da eher so, ja, bedien mich. Aber der Hund, der freut sich einfach bei allem, was man macht für ihn. Gäbe es auch Haustiere, die für Sie nie in Frage kämen, die Sie, wo man sich sagen können, das käme mir nie ins Haus? Nein, würde es nicht geben. Also auch Schlangen, Spinnen, das wäre auch möglich bei Ihnen? Ich habe mir schon mal überlegt, einen Gecko zuzulegen. Aber es fehlt leider auch die Zeit dafür. Gibt es heute zum Teil aber ganz exotische Haustiere? Man kehrt so militante Schlangen oder Vogelspinnen. Was haltet ihr von Sättigung? Also da bin ich 100% dagegen. Warum? Weil die exotischen Tiere, die sind mal da lassen, was aufgewachsen sind, was wohl sind, nicht hier in die Schweiz bringen und da wohnen im WC. Es gibt Wasser dort und die da drin kriegen. Das ist für mich, ist das für die Fix. In der Vergangenheit hatte er was für Haustiere? Ihr habt gesagt, ihr habt da immer schon hin gehabt, dann hatte er andere gehabt. Was für die? Also wir hatten Windhund und Rebpinscher, aber ganz kleinere einfach. Aber so gross in dem Sinne, alles schon nicht gross, aber so in der Größe eigentlich nicht. Aber wir hatten immer halbe Zucker. Wirklich vom Hamster bis zum Fisch, Ratten, Schlangen, Mäusebussard, alles haben wir gehabt. Und also, mit dem so gross. Schlange und Mäusebussard, ja. Als Haustier? Als Haustier. Die haben sich einfach gebrungen, wenn sie verletzt waren. Weil meinem Vater, der Bruder, war Wildhüter. Und wenn der nicht da war, haben sie einfach meinem Vater angeleitet. Und nachher haben die Tiere einfach wieder aufgepäppert. Bis Friesen waren. Also zwecks, für den Frieden zu gehen. Und so bin ich eigentlich mit Tieren aufgewachsen. Also wenn man bei Leuten so kehrt, viele haben ja Angst vor Schlangen. In dem Fall, ihr habt keine Berührungsängste, oder wie ist das, eure Beziehung zu den Tieren? Also eigentlich sehr gut. Ich muss sagen, zu Tieren, weil ich von klein auf schon mit Tieren bin gross geworden, habe ich sehr gute Beziehung, eigentlich zu allen Tieren. Und mich grüßen euch kein Tier. Es gibt kein Tier, wovon dass ich Angst hätte oder was mich würde grüßen. Herr und Frau Schweizer haben eigentlich tendenziell sogar zu viel Haustiere, seid ihr der Meinung? Ja, ich bin der Meinung, dass man so leicht sich etwas anschafft. Oder wir haben daheim, also für unsere Kinder haben wir Zwerghasen gehabt. Und auch mit den Zwerghasen, ihr müsst dabei sein und machen und tun. Schlussendlich ist
sind wir Eltern gegen Gras sammeln und haben den Stall gemistet. Und die Kinder einfach nicht. Die Kinder sind oft überfordert mit Haustieren.